Hallo, guten Tag. Ja. Ich rufe aus Benefix von Handelsplattform an. Wie geht's Ihnen? Prima. Ja, guten Tag. Mein Name ist Nina Breite und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Sie haben Interesse an Online-Trading gezeigt. Sagen Sie bitte, haben Sie schon zuvor in diesem Bereich Erfahrung gesammelt oder noch nicht? Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Herr Litsch? Ja. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben heute drei Telefonate mit im Gepäck. Und drei Telefonate, die wie immer, unterirdischer nicht sein könnten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei neuen Telefongesprächen. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja? Ich rufe aus Benefix von Handelsplattform an. Wie geht's Ihnen? Prima. Sie haben auf unsere Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen. Und ich wollte Ihnen gerne helfen, um Ihre Kontakte aktivieren, wenn Sie Zeit haben. Wann habe ich mich denn registriert? Am 23. März. Ach so. Investition Platte. Aha. Also müssen Sie Ihre Kontakte aktivieren? Vielleicht. Okay, Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten. Wissen Sie das auch? Nee. Möchten Sie jetzt Ihre Kontakte aktivieren, investieren? Also mit 250 Euro können Sie anfangen. Aha. Möchten Sie das, Herr Bommel? Ja, vielleicht. Okay, können Sie Lautsprecher aufmachen, bitte? Nee. Okay, dann, sind Sie sicher, also möchten Sie investieren? Ja, habe ich ja gesagt, nee, bin ich nicht sicher. Ich überlege noch. Okay, also wenn Sie möchten, wenn Sie bereit sind, Sie können mir nochmal antworten per E-Mail. Haben Sie von uns ein E-Mail bekommen? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Benefits. Also Benefix, Bitcoin Prime, Benefix-Plattform sind wir. Nö, da kenne ich keine E-Mail. Wir haben schon Ihnen E-Mail geschickt, jetzt kontrolliere ich. Also können Sie kontrollieren, bitte. Was denn? Benefix, von Benefix. Was soll ich da kontrollieren? Ihre E-Mail-Adresse, also Ihre E-Mail. Ja, dann lesen Sie mal vor. Sabine Bommel, wer ist Sabine Bommel? Ich meine... Aha, okay, also, wenn Sie möchten investieren, ich wollte Ihnen gerne helfen, also ich werde Ihnen behilflich sein. Wenn Sie möchten jetzt Ihre Konto aktivieren, Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten und dann unsere Kundenbetreuer werden Sie wieder anrufen. Danach Sie können sofort anfangen zum Traden, aber wenn Sie zum Beispiel keine Erfahrung haben, die erklären Ihnen, wie das ganze System funktioniert und wird Sie unterstützen. Und auch, Sie werden über Forex und aktuelle Aktien und Neuigkeiten informieren, ja? Also, das ist Ihre Entscheidung, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen helfen. Aber Sie können normalerweise auch selber Ihre Konto aktivieren, aber dafür müssen Sie Mindestbetrag mit 250 Euro einzahlen. Möchten Sie jetzt einzahlen oder was denken Sie? Was denn? Für Kontoaktivierung. Aha. Ja. Möchten Sie jetzt Ihre Konto aktivieren? Also, möchten Sie jetzt einzahlen? Wie geht es? Mit Mastercard oder Visa-Karte können Sie einzahlen? Hab ich nicht. Mhm. Und kein Problem, mit Überweisung können Sie auch einzahlen. Aber wenn Sie möchten, investieren natürlich, ja? Ja. Möchten Sie Beweise? Ja, ja. Mhm. Okay, dann werde ich Ihnen unsere Bankdaten schicken, ja? Und dann Sie können 250 Euro überweisen. Möchten Sie das? Denke schon, ja. Dann ganz kurz Moment bitte, ja. Ich vorbereite für Sie ein E-Mail. Also wir warten auch ganz kurz. Verstehen Sie auch Englisch? Ne. Ne, okay. Ich verstehe nur Portugiesisch. Und Spanisch. Und Chinesisch. Okay. Und Japanisch. Oh, super. Und auch Deutsch. Ja, so ein bisschen. Gleich, es kommt. Was denn? Unsere Bankdaten. Und wo kommen die denn an? Per E-Mail. Achso, welche E-Mail denn? Aber Sabine Bommel hat registriert, ja. Können Sie Ihre E-Mail-Adresse mir sagen, bitte? Nee. Okay, dann müssen Sie nicht investieren, ist richtig. Na, Sie haben doch deine E-Mail-Adresse, Sie sollen mir nur sagen, welches Postfach. Ja, aber Sabine Bommel hat registriert, ja? Und wir rufen Sie automatisch an und
Und wir können auch automatisch E-Mail senden. Also ja. Wir sind Aktivierungsabteilung, deswegen wir können Ihre Informationen nicht sehen auf der Webseite. Wir können automatisch anrufen und E-Mail senden. Ja, deswegen brauche ich Ihre nochmal E-Mail-Adresse. Ja, so zusammengefasst könnt ihr gar nichts. Dann müssen Sie nicht investieren, ja? Nur wenn Sie mir die E-Mail-Adresse nicht sagen können, dann nicht, nee. Dann ob da Pech kommt. Ja, für Kontoaktivierung, also weil ich muss zuerst unsere Bankdaten schicken, deswegen brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Naja, die steht doch da. Aber ich muss wissen, welche. Ihre E-Mail-Adresse, können Sie mir sagen, bitte? Nee, Sie sollen das sagen. Okay, alles klar. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, dann nicht, du Betrüger. Also sie ist ja mehr oder weniger höflich geblieben, aber ein seriöses Bankgeschäft war das hier definitiv wieder nicht. Es ging von Anfang an eigentlich nur um die Einzahlung und gar nicht darum, euch irgendwelche Fragen zu beantworten. Ja, und was auch ziemlich merkwürdig ist, dass sie sich daran gestoßen hat, dass die E-Mail-Adresse anders als der eigentliche Name heißt. Ja, wo ist denn da jetzt das Problem? Also, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Menschen, die E-Mail-Adressen benutzen, die einfach nicht dem Namen entsprechen. Warum auch? Der Raum im Internet, der sollte schon irgendwie wenigstens ein bisschen anonym bleiben dürfen. Tja, so Betrüger werden gleich hier stutzig, wenn irgendwas mal nicht nach der absoluten Norm läuft. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja, aber auf jeden Fall machen sie sich damit, Gott sei Dank, das Gespräch oder das Geschäft nur selber ein bisschen schwerer. Tja, müssen wir weniger tun, wenn die auf jeden Fall so arbeiten. Auf jeden Fall gut für die Opfer. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Ja, guten Tag. Mein Name ist Nina Breite und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Sie haben Interesse an Online-Trading gezeigt. Sagen Sie bitte, haben Sie schon zuvor in diesem Bereich Erfahrung gesammelt oder noch nicht? Nee. Noch keine Erfahrung. Das ist überhaupt kein Problem, Sie bekommen von unserem Fachmann. Er wird für Sie persönlich Strategie aufbauen und alle nötige Analyse machen. Was brauchen Sie nur mit Team 1 oder 2-mal pro Woche zu telefonieren? Sagen Sie mir bitte, sind Sie immer unter dieser Telefonnummer zu erreichen? Ja. Ja, sehr gut. Und sagen Sie bitte, wann ist es am besten, Sie anzurufen? Meine ich also vormittags, nachmittags oder arbeiten Sie in Schichten und sind Sie unterschiedlich zu erreichen? Also meistens bin ich am Ostermontag zu Hause. Okay, und meine, also wann werden Sie Zeit haben, um telefonische Gespräche zu führen? So im Idealfall zwischen 1 und 3 Uhr. Okay, ich werde das bei mir aufschreiben. Einen Moment bitte. Ja. Okay, und sagen Sie bitte, welche Ziele wollen Sie überhaupt mit Trading erreichen, meine ich? Schöne. Meine ich, Sie wollen nur Erfahrung sammeln oder würden Sie gerne auch profitieren? Manchmal. Bitte? Manchmal. Manchmal was? Na, hier mit ein bisschen profitieren. Meinen Sie beides, ja? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und darf ich fragen, also Sie haben unsere Werbung gesehen und dort haben Sie alle Informationen gelesen. Sie wissen wahrscheinlich, dass mindeste Summe, mit der Sie schon Karten im Finanzmarkt haben, ist 250. Wissen Sie das? Kann sein, ja. Warum ist denn das ja, so? Ja, das... Bitte? Warum ist denn das so? Bitte nochmal, das habe ich nicht verstanden. Warum ist denn das so? Okay, und Sie haben dieses Geld hier zur Verfügung? Und warum ist denn das so? Bitte leider, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich höre Sie leider nicht. Na, warum ist denn das so? Am Ende des Jahres? Nee. Entschuldigen Sie bitte. Na, Sie haben jetzt diese Summe zur Verfügung. Es ist nicht Ihr letztes Geld, meine ich. Wie meinen Sie das? Okay, auf welche Weise ist es besser für Sie, diese Einzahlung zu tätigen? Mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Bitte? Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Bitte antworten Sie meine Frage. Also Sie stellen mir Fragen, dann sofort lassen wir uns das alles bis zum Ende führen. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen sofort alles antworten. Oder Sie meinen, woher ich komme? Na, wie lange Sie schon in Deutschland leben? Wie lange? Ja. Ganz Leben. Ja? Ich bin in der Schweiz geboren.
Ganz genau. Und aus diesem Grund, weil sie ihr ganzes Leben schon in Deutschland geboren wurde und in der Schweiz lebt, oder wie auch immer sie, das weiß ich nicht, was sie da jetzt, worauf sie hinaus wollte, das hat alles keinen Sinn ergeben, was sie da so gesagt hat. Ja, aber sie kann ja auch keine einzige Frage beantworten. Ist ihr das vielleicht mal selber irgendwie aufgefallen, dass jedes Mal, wenn man ihr eine Frage stellt, sie einfach weitermacht in ihrem Skript? Und wenn man die Frage wiederholt, dann ist das teils sogar die Antwort auf die Frage, die sie mir gestellt hat, obwohl es eine Frage war. Also es ist irgendwie nur noch durcheinander in diesem Gespräch. Das ergibt doch von vorne bis hinten schon wieder gar keinen Sinn. Und die will mir erzählen, dass die ihr ganzes Leben schon in Deutschland oder in der Schweiz verbringt oder beides oder wie auch immer. Also das macht das ist doch einfach nur noch Wahnsinn. Also tja, und solche Leute verarschen uns am Telefon und berauben unser Geld. Seit einem Jahr, dann bin ich in Deutschland umgezogen. Und warum reden Sie denn mit ausländischem Akzent? Bitte? Warum reden Sie denn mit ausländischem Akzent? Ich bin in der Schweiz geboren. Aber das ist ja kein Schweizer Akzent. Und mein Vater war aus Italien. Ja, und dann hat man keinen deutschen Akzent, wenn man in Deutschland und Schweiz gelebt hat? Ich wohne nur, also ich fahre jede Woche, jeden Monat im Ausland. Nicht nur innerhalb Europa. Ja, aber wenn man in Deutschland lebt, dann hat man doch keinen Akzent, wenn man hier geboren ist. Oder in der Schweiz, das ist das Gleiche. Also, was? Sie haben Zweifel an meiner Sprache, oder was? Weil Sie mich anlügen. Und dann soll ich da bei Ihnen Geld entzahlen, wenn ich Ihnen jetzt schon nicht vertrauen kann, weil Sie ja jetzt schon lügen? Entschuldige, ich höre nur, dass Sie... nur Ausrede finden wollen, warum nee, wir... Nee, Sie lügen ja, Sie reden doch sich raus. Und dann lehren Sie wahrscheinlich gleich als nächstes einfach auf, ohne da vorher Bescheid zu sagen. So machen das ja Betrüger immer. Was? Ja, Betrüger. So, jetzt verstehe ich, welche Gedenken Sie haben. Sie haben Zweifel, Sie haben Angst, ja, wie doch, Sie lügen ja schon beim Hallo sagen. Nicht mehr, Sie haben kein Vertrauen an jemanden. War ja nicht an der Betrüger, die mich schon von Anfang an belügen. Du sagst mir, du bist in der Schweiz geboren. Jetzt mach mal ein Schnabel zu, Baby. Ey, kleine Hexe, ich bin dran, du kleines Kakerlakengerät, du. Also, jetzt mach doch mal ein Schnabel zu. Dann mach doch mal eine Futterluke zu, sonst hol ich den Klebstoff und dann schmierst du mir Klebstoff falsch. Von Ihrer Seite, das ist ganz unseriös. Sie sind der erwachsene Mann und... Jetzt pass mal auf, du kleine Kakerlake, du bescheißt die Leute, du lügst die Leute an, du willst hier eine Lügengeschichte erzählen, dass du in der Schweiz geboren bist. Herr Steinfeger, Sie sind zu Lügnerin. Lügnerin, 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 Kakerlake, Abzocker, Lügner. Du bist eine Kriminelle. Du bist eine Kriminelle. Du bist eine Kriminelle. Du bist eine Betrügerin, eine betrügerische Kriminelle. Du bist illegal. Du rufst aus einem illegalen Callcenter an, du Betrüger. Ja, da hast du nichts mehr zu sagen, wa, Kakerlake? Ja, und dann kam der Moment, wo sie einfach auflegt, ohne sich zu verabschieden. Habe ich ja schon vorausgesagt. Tja, ich würde sagen, die haben wir wunderbar überführt. Ja, aber hier ist mir tatsächlich einfach die Hutschnur geplatzt. Was soll denn das? Also die erzählt die ganze Zeit was von ich hätte Angst und was weiß ich und ich suche Ausreden. Naja, also falls ihr mal aufgefallen ist, dass alles, was sie da so von sich gibt, nichts anderes als Blödsinn ist und komplett überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Tja, aber irgendwie hat sie es selber nicht begriffen. Und tja, das finde ich einfach nur ekelhaft. Man versucht denen schon zu erklären, wo eigentlich das Problem liegt. Man versucht denen das nett zu erklären und die lügen einen einfach weiter dreist ins Gesicht. Und naja, im Grunde genommen habe ich ihr hier nur erklärt, dass ich das nicht toll finde, dass sie mich hier belügt. Und ihre Reaktion hat ja eindeutig bewiesen, dass sie nichts anderes als eine Betrügerin sein kann. Denn, tja, wenn man selber nicht weiß, aus welchem Land man kommt und warum man so einen Akzent hat, tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also... Tja, ich sag's euch ja immer wieder, ich will ja keinen unter Generalverdacht stellen und Ausländer sind ja keine schlechteren Menschen deswegen, nur weil sie Ausländer sind, das ist ja vollkommen logisch. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn solche Leute anrufen, die sorgen ja irgendwie auch dafür, dass die Menschen sich dann natürlich immer weiter dran aufheizen. Und gut ist das auf jeden Fall nicht für unsere Gesellschaft, wenn solche Leute hier bei uns anrufen. Naja, machen wir mal mit dem nächsten Telefonat weiter. Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Herr Lips? Ja. Freut mich,
Sie zu hören. Wie geht's Ihnen? Warum rufen Sie denn mit einer neunstelligen Handynummer an? Sowas gibt's doch gar nicht. Weil Sie sich angemeldet haben, diese Telefonnummer, wir bei der E-Mail-Adresse hinterlassen haben. Ah, und deswegen rufen Sie mit einer nicht funktionierenden Rufnummer an. Wie bitte? Und deswegen rufen Sie mit einer nicht funktionierenden Rufnummer aus einer Diskothek an. Ach so, und woher wissen Sie, wo ich bin? Ja, hört man ja. Also, so wie ich verstanden habe, sind Sie auch irgendwo in Kaffee oder... Nee. Aber es stört mir auch nicht. Ja, aber Sie machen ja da Krach ohne Ende. Und dann rufen Sie mit einer gefälschten Telefonnummer an. Also, Sie haben diese Telefonnummer gegeben? Nee, ja. Das ist ja also Ihre Telefonnummer. Ich habe Ihnen keine gefälschte Telefonnummer gegeben. Sie rufen mich mit einer gefälschten Rufnummer an. Also, Herr Lips, sagen Sie mir bitte, wie sieht diese Situation mit zusätzlichem Einkommen aus? Ja, nicht mit Betrügern. Mit Betrügern arbeite ich nicht zusammen. Dann gut, also mit Betrügern arbeiten Sie nicht, aber mit uns können Sie zusammenarbeiten. Nee, weil Sie gehören ja zu den Betrügern dazu. Sie können mir doch nicht was von seriöser Investition erzählen und die Musik ist dreimal lauter als Sie selbst. Also, wissen Sie was, es wäre gut, falls Sie zuerst denken, was Sie sagen möchten und dann sagen. Nicht umgekehrt. Habe ich ja, aber das passiert ja bei dir nicht. Das haben Sie nicht gemacht. Doch, weil du rufst mich illegal an, du bist eine Betrügerin, du bist eine Kriminelle und du rufst mich aus einem illegalen Diskotheken-Callcenter an. Wissen Sie was? Dieses Gespräch ist aufgezeichnet. Genau, das stimmt und wird auf YouTube veröffentlicht. Genau, damit alle Menschen hören und damit du keinen Erfolg mehr mit deinem Scheiß da hast. Damit also alle Menschen hören. Dieses Gespräch kann ich hier an Polizei weiterleiten. Genau, das tue ich sowieso. Das ist richtig, genau, das mache ich sowieso immer. Ja, also diese werden hören, dass Sie sich selbstständig angemeldet haben, dass genau. Ich Ihre persönlichen Daten nicht genau. auf der Straße gefunden habe. Doch, hast du. Und das, was, du bist was einfach nur Abschaum. Wie Sie mir beleidigen haben. Ja, du bist ja auch Abschaum. Du bist kriminell. Du betrügst Menschen um ihr Geld. Also, woher wissen Sie das? Warum ja. beleidigen Sie? Weil du von der Diskothek aus anrufst, mit einer gefälschten Telefonnummer. Also gut, dann werde ich dieses Gespräch weiterleiten, ja? Ja, mach dich lächerlich, du komisches. Und der Polizei werden Sie das zuhören, ja? Und wir werden weitersprechen, zu dritt, glaube ich. Ja, mach dich mal lächerlich, du bist so peinlich, ne? Das ist ja affig, was du mir da für eine Scheiße erzählst. Glaubst du den Rotz eigentlich selbst? Alles, oh, bist du peinlich, ey. Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch, nicht mal im Ansatz. Wer ist alles ihrerseits? Ja, das, nö, eigentlich nicht. Such dir mal einen vernünftigen Job. Haben Sie alles nachgefragt? Fällt dir nichts Besseres ein, ne? Bist du so minderbemittelt, dass du nicht mal richtig vernünftig sprechen kannst? Noch einmal bitte? Ja, genau. Merkt man ja, dass deine Intelligenz an der Haustür abgegeben wurde wahrscheinlich. Müsst ihr damit abgeben, ne? Bei eurem Chef, der euch da mit abpresst. Noch weiter, bitte? Ja. Du bist einfach nur peinlich. Noch so weiter, bitte? So was Armseliges. Weiter, bitte? Nö, habe ich keine Lust mehr. Reicht schon für YouTube. Warum denn so? Also je mehr Informationen Polizei haben werden, desto besser. Ja, ganz genau, damit sie dich festnehmen können, du Kakerlake. Genauso wie Sie? Nee. Du bist einfach nur menschlicher Abschaum. Du bist der Rest, der übergeblieben ist. Am Ende werden wir sehen. Du bist peinlich. Ja, ja, ich definitiv und du nicht. Weil du bist nur ein armes Würstchen, was in einem illegalen Callcenter versucht, die Leute zu bescheißen. Weiter noch? Nee, danke, reicht. Doch. Sagen Sie bitte alles, was Sie sagen müssen. Und Sie bitte Ihre Meinung geben. Hab ich doch. Hab doch glaube gesagt, nicht. Was ich über dich denke. Ich glaube, war es noch nicht alles. Doch, reicht schon. Doch. Such dir mal einen anständigen Job. Haben Sie solchen? Hallo?
Tja, ich glaube, viel zu sagen gibt es hier zu diesem Gespräch eigentlich nicht weiter. Die ruft aus einer halben Diskothek an. Ja, und ist der Meinung, was weiß ich, was sie für eine Meinung ist und was das da eigentlich genau an dem anderen Ende vom Hörer werden sollte. Keine Ahnung, vielleicht sind sie gerade in der Produktion für ein Schulungsvideo gewesen. Ich weiß es nicht. Nur noch dramatisch, was da für Menschen sitzen, die unser Geld aus der Tasche ziehen sollen. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.